Oh weh, wo sind wir jetzt hier gelandet? Also ich weiß ja, wo wir gelandet sind, aber... Und was ist gerade mit Nuri? Wir müssen... Hallo? Irgendwer! Sagt mir, wie ich hier wieder rauskomme! Verloren? Es gibt immer einen Weg. Tja, haben wir hier noch was? Wir haben das... Feentor, das Gerät, wir haben den kleinen Kerl und wir haben hier den Schacht. Oh, und da haben wir eine Statue, die wir irgendwie anschauen können, genauer. Alles still. Wozu dieser Schacht wohl gut ist? Ah, da geht's sogar weiter. Sie flüstert etwas. Ich glaube, sie sucht ihre Tochter. Sie besteht aus reinem Licht. Oh je. Ein riesiger Hey, Pfau. du! Wo, Oh. wer bist du? Was willst du hier? Wo kommst du her? Die Stimme Los, kenne ich. sprich! Ich komme gerade aus dem... Nein, ich bringe dich lieber gleich zur Königin. Komm mit! Nein, ich... Keine Widerworte, geh voran! Na klar, wie immer. Das ist die Königin des Eure Feenreichs, ja? Hoheit, meine Königin, freier Geist über freien Geistern. Dieser Fremde war im großen Saal. Ich habe ihn... Sofort brachte ich ihn zu Eurer Majestät. Denn was zu tun ist, wisst allein ihr. Der Junge mit dem Nachthaar? Es ist gut, Wächter. Ihr hat wohlgetan. Nachthaar? Warum nennt ihr mich so? Der Vogelmann hat das Kommen des Nachthaarigen erwartet, doch offenbarte der Allweise uns nicht, welches Schicksal der Jüngling nach Nairut-Neva tragen wird. Der Vogelmann. Schweig er! Oh, weia. Wir haben ihm nicht erlaubt zu sprechen. Weshalb hat der allmächtige Vogelmann nach ihm Ausschau gehalten? Er mag das Ende bringen, aber auch einen neuen Anfang. Was also sollen wir mit ihm tun? Einkerkern, verbannen, töten lassen oder in gastfreundlichen Gewahrsam nehmen, bis wir die Träume des Allweisen zu deuten vermögen? Also, ich habe jetzt irgendwie die Befürchtung, dass ich, und ich habe es schon mal gesagt, Daedalic-typisch dann irgendwie, das Ende dieses Spiels eine ganz schwere Entscheidung abzeichnet wieder. Ich glaube, ne, wir müssen uns wahrscheinlich irgendwie zwischen zwei Welten entscheiden oder irgend sowas. Schauen wir einfach mal. Bitte, Majestät, lasst mich einfach wieder in meine Welt. Ich muss jemanden retten, der mir sehr viel bedeutet. Das ist ein einzelnes Schicksal. An unseren Entscheidungen hingegen hängt das Schicksal einer ganzen Welt. Aber sie ist eine Fee, so wie ihr. Eine Fee? In deiner Welt? Wer diese Welt verlassen hat, ist niemals mehr eine Fee. Ihm ist erlaubt zu sprechen. So spreche er schon. Jetzt lass er das Schweigen sein, oder? Er spreche, wenn er ohne Strafe bleiben will. Ihr könnt mich nicht töten. Für sowas habe ich keine Zeit und ich habe nichts getan. Ich kann, Nachthaar. Um Böses zu vermeiden. Er bringt womöglich Unglück. Unglück, Unheil. Ich will es nicht mehr hören. Ich versuche doch nur das Richtige zu tun. Respektloser! Absicht und Ergebnis sind zweierlei. Er fühlt sich getroffen. Das macht ihn verdächtig. Wir müssen viel bedenken. Ist sein Kommen gut? Ist es schlecht? Die Entscheidung muss mit Bedacht getroffen werden.
Er soll uns fürs Erste erhalten bleiben. Das wird ja richtig philosophisch hier. Also die paar Sätze, die ihr zuletzt gefallen sind, ne? Nehmt euch die mal zu Herzen, denkt mal drüber nach. Das sind echt... Das sind Dinge, die man in seinem Leben auch mal bedacht haben sollte, ne? Gerade den Satz, den sie gesagt hat, ne? Absicht und Wirkung sind zweierlei quasi, ist ein wahrer und sehr gefährlicher und sehr beschissener und sehr guter Satz und alles gleichzeitig. Es ist eine ziemliche Zwickmühle, die sie da anspricht, die einem Leben ziemlich oft leider auch begegnet. Dann lasst mich endlich gehen, Majestät, zurück in meine Welt. Unmöglich, das Tor führt allein zu uns nach Nairut-Neva. Und nie mehr zurück. Aber das Augenwesen sagte, dass es in den Traumgemächern ein zweites Tor gibt. Hat es das? Das Oculunculus wagt es? Kaum weiß es seine Neugier zu bändigen, da schlägt es uns mit seiner Geschwätzigkeit. Und er, Nachthaar, nimmt sich heraus, nach den verbotenen Gemächern zu fragen? Majestät, ich will nur... Er schweige! Was soll mit dem Nachthaar geschehen? Meine Träume sind undeutlich. Wie soll ich entscheiden? Eine unmögliche Aufgabe. Allerdings, warum nicht? Soll er diese Aufgabe selbst lösen? Ja! Höre er unseren Entschluss. Der Kampf, den die Geschicke in ihm austragen, soll sich an drei unmöglichen Aufgaben entscheiden. Wenn er sie löst, gewähren wir ihm Zutritt zu den Traumgemächern. Oh, war ja. Unmögliche Aufgaben? Was soll das... Still! Ist es wirklich sein Schicksal, Nairut-Neva wieder zu verlassen, so wird er dafür auch Unmögliches leisten können. Denn niemals geht das Schicksal fehl. Ja, entbehrt nicht einer gewissen Logik, ne? Also gut, was sind das für Aufgaben? Die drei Aufgaben lauten: Er bringe uns einen Apfel aus dem Garten. Er errichte hier eine lebensgroße Statue von uns in allen sechs Farben des Regenbogens. Er bringe die Statue des blinden Vogelmanns dazu, uns anzusehen. Sobald alle Aufgaben gelöst sind, darf er die Traumgemächer betreten. Und nun prüfe er sein Schicksal. Okay, also, das ist die Vogelmannstatue, vermute ich mal. Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Auf diesen Gott hätten die Feen wohl besser nicht gehört. Da können wir vielleicht die Apparatur von unten reinbauen. Dann brauchen wir eine lebensgroße Statue und wir brauchen einen Apfel aus dem Garten. Erstes klingt sehr einfach, aber ich glaube, das hat einen gewaltigen Haken. Da könnte ich raus, oder was? Schon mal da lang. Ein Krebs. Nordwesten, Südwesten, Westen. Faunrad. Dieser Reif, den er um den Hals trägt, das ist der Reif aus meinem Traum. Heißt das, der Seher war auch in dieser Welt? Und warum beten die Feen ihn an? Hat er sich hier zum Gott aufgeschwungen? Eine gute Frage. Ich riech mal am Südosten. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Der Wind kommt aus... Was mit dem Krebs hier? Hallo Krebs. Und wer bist du? Dieses Wesen kann wohl nicht sprechen. Den Göttern sei Dank. Der Wetterhahn ist ein Krebs mit einer riesigen Nase. Gut, jetzt kann mich nichts mehr schockieren. Gut, also entweder kommst du vermutlich aus Westen... Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Oder direkt aus Osten. Derzeit kommt der Wind aus dieser Richtung und riecht verbrannt. Steinsockel angucken? Habe ich irgendwas im Inventar? Ja.
weiß auch nicht. Ich glaube, hier brauche ich einen Schlüssel. Kehre ein, Traumwanderer. Darunter ist ein kleines Schlüsselloch. Das muss der Zugang zum Traumgemach sein. Aber hier ist nirgendwo eine Tür. Mein Arm ist zu... Es ist Sonnenuntergang. Das heißt, wenn ich den Wind drehen kann, wehen die vielleicht in die Richtung, dann käme ich vielleicht dran. Ah, ich kann da tatsächlich runter. Ah ja, und hier bin ich reingekommen. Was ist das? Eine Muschel. Die Muschel flüstert etwas. Fortan sein Spiel, Tanz, Musik und Zauberei im ganzen Reich verboten. Die Bilder in der Galerie dürfen nimmermehr berührt werden. Auch der Garten ist nicht mehr zu betreten. Der Besitz von Rosinen ist verboten. Was? Verdurstete Trauben können niemandem schmecken, der bei Verstand ist. Wer die Gesetze missachtet, wird ans Ende des Nebels verbannt. Okay. Eine Muschel? Wo ist das Meer dazu? Wie soll ich da rankommen? Indem du da hingehst. Hm? Mein Arm ist zu kurz. Alter. Ich bin verwirrt. Halleluja, was... Boah. Das sieht nach einem interessanten Rätsel aus. Das weiß ich jetzt schon. Da gehört wohl einer dieser Kristalle rein. Lea. Das ist gar kein Bild, sondern ein Vorsprung. Wozu soll sowas gut sein? Wem's gefällt? Spiegel. Kannst du mir helfen, Spiegel? In Gwynlings Geschichten konnten Feenspiegel immer sprechen. So also sieht ein Unglücksbringer aus. Sie hatten alle recht. Andergast wird untergehen und Nuri wird sterben. Und alles nur, weil ich ihr nicht die Wahrheit gesagt habe. Skulptur? Deine Ohren sind hässlich. Nein, er kann nicht sprechen. Eine Koboldstatue oder ein Opfer des Augenwesens. Ah. Jetzt ist es plötzlich ganz flach. Okay. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Rot, gelb, grün, blau, violett. Das sind die Regenbogenfarben. Nein, orange fehlt. Farbstein. Was zum... Das ist absurd. Speer. Hallo, Fisch. Ist wohl nur eine ganz normale Statue. Erstaunlich. Mit dieser Statue würden sich die Feen bei den Fischköpfen in Nostria sicher Freunde machen. Wie wohl die nostrische Königin in Andergast empfangen wurde. Ob inzwischen jemand die Zauberkrähen aus ihrem Gästezimmer vertrieben hat? Fragen über Fragen. So, was mir auffällt, der Farbstein passt vielleicht da rein. Aha. Jetzt ist Sommer. Aha. Jetzt ist Sommer. Jetzt gehe ich mal raus, ob wirklich Sommer ist. Halleluja. Es ist Sommer. Und was ist das? Boah, die Feenwelt ist ja echt krass. Mein Arm ist zu kurz. Ah, und von da kann ich auch reingucken. Dieser Brunnen kommt mir bekannt vor. Aha. Ich glaube, ich kenne jemanden, dem das hier wirklich sehr gefallen würde, beziehungsweise gefallen wird. Ja, jetzt haben wir hier die Wasserbecken auch offen. So, keine Zeit, mich zu waschen. Seltsam. Das Becken da oben ist zugleich das Becken da drüben. Das ist verwirrend. Ja, so ist es auf Dauer wirklich verwirrend. Geht nur verloren. Okay. Ich gehe mal hoch wieder.
Und schau mal, aus welcher Richtung jetzt der Wind so wehen tut hier.